Willkommen zu einem neuen Video. Heute tippen wir den 11. Spieltag. Fangen wir mal an mit dem ersten Spiel Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Wolfsburg ist aktuell auf dem 5. Platz. Mit einem Sieg könnten sie maximal auf den 3. Platz übernachten. SGE, die sind aktuell auf den, lass mal gucken, das habe ich drauf geschrieben, auf den 9. Platz. Mit einem Sieg könnten sie maximal 6. werden. Wolfsburg hat 2-2 gegen Köln gespielt, Frankfurt gegen BVB 1-1. Bei BVB läuft es jetzt nicht so gut, aber bei Köln ja, langsam schon. Ja, möchte ich nicht beide Spiele vergleichen. Ich habe beide, oder ich habe Wolfsburg gegen Köln gesehen, aber ich habe SGE gegen BVB nicht intensiv verfolgt. Die Wolfsburger sind aktuell 10 Spiele unbesiegt, werden sie auch immer noch bleiben. Sie werden jetzt 11 Siege lang unbesiegt sein. Sie gewinnen das Spiel 3-1 gegen Frankfurt und der legendäre Wout Weghorst macht zwei Dinger auf Ansage. Mainz gegen den 1. FC Köln, 30. Spiel im Profifußball. Oder diese Partie gab es 30 Mal im deutschen Fußball, Profifußball. Und ja, am meisten hat Mainz zu Hause gegen Köln gewonnen. Mainz hat auch Heimrecht. Ich glaube nicht, dass Mainz gewinnen wird. Ich denke aber nicht, dass Köln verlieren wird. Bei beiden Vereinen lief es besser als vor 2 Monaten. Ja, 1-1. Ich glaube, verdientes Ergebnis. Kann man mitnehmen. Dortmund gegen Stuttgart. Dortmund gegen Stuttgart. Ich wollte eigentlich sagen, am Anfang Stuttgart gewinnt. Bei Dortmund läuft es absolut nicht. Ich keine Ahnung, was Dortmund immer hat gegen so Gegner wie Augsburg. Gegen Köln, gegen, keine Ahnung, irgendwelche Gurkentruppen, die so im Mittelfeld rumgurken. Können die nicht mal gegen Wolfsburg verlieren? Die sind doch passend dafür. Nein, keine Ahnung, was Dortmund hat. Und am Ende kommen so die Fans, heulen rum, dass Bayern Meister ist, weil, wegen Schiedsrichter, die Bayern kriegen alles im Arsch steckt. Nein, Dortmund, auch an alle Dortmund-Fans, akzeptiert einfach, dass ihr sowas nicht könnt. Boah, wie viele getriggerte Dortmund-Fans gibt es? Ja, aber trotzdem, Dortmund muss irgendwann mal gewinnen. Ja, gegen Stuttgart. Ja, obwohl bei Stuttgart läuft es egal. 2-1 für Dortmund. So. RB Leipzig gegen SV Werder Bremen. Ja, Leipzig könnte höchstwahrscheinlich die Bayern überholen, wenn sie nicht gegen Union Berlin gewinnen. Ja. 4-1 für Leipzig. Freiburg gegen Bielefeld. Freiburg wird endlich mal zu Null spielen. Sie müssen auch endlich mal punkten. Gegen Bielefeld wäre es perfekt. Ja, 1-0 für Freiburg. Bayern gegen Union Berlin. Ich habe vorher ein 3-0 für Bayern München aufgeschrieben. Ja, bei Union läuft es, deswegen habe ich auf ein 2-0 korrigiert. Augsburg gegen Schalke 04. Habe ich hingeschrieben, 0-1 für Schalke. Glaube ich selber nicht dran, aber irgendwann muss es mal passieren. Ich könnte mir vorstellen, das Spiel wird lange 0-0 bleiben. Schalke wird mauern, mauern, mauern. Und dann plötzlich irgendwie macht, komm, ich sag, wer trifft für Schalke? Ich sage auf Ansage, Paciencia. Nee, Paciencia? Komm, Paciencia. Nee, wie spielt er überhaupt? Wird treffen. Er wird treffen. Paciencia wird treffen. Bayer Leverkusen gegen TSG Hoffenheim. Ja, ich habe schon öfters gesagt, wenn dieses Spiel kommt, habe ich immer gesagt, dass ich das allererste Mal im Stadion war beim Spiel zwischen Bayer Leverkusen gegen Hoffenheim. Das war in der Bayer Arena. Am Ende hat Leverkusen 2-0 gewonnen. Getroffen hat Hakan Calhanoglu durch ein Freistoßtor. Und das zweite Tor weiß ich jetzt nicht. Ich weiß die Reihenfolge nicht. Das könnte sein, dass das erste Tor von irgendjemand anders, weiß nicht, Son? Keine Ahnung. Juckt mich auch nicht. Ja. Mein Tipp ist hier 1-2 für die TSG. Nein. Ja. Was sind eure Tipps? Ja, was meint ihr? Ich kann jetzt nicht sehen, was ich letztens getippt habe. Was ich alles richtig habe. Ich habe, glaube ich, Werder gegen Stuttgart richtig. Ich glaube schon. Auch wenn wir schon darüber reden. Das war kein Zeitspiel. Das war kein Zeitspiel oder kein schlimmes Zeitspiel. An alle, die
war mal Mituka gehatet haben für diese Szene. Seid ihr dumm? Also ich hab, ihr solltet eigentlich die Ersten sein, die beim Tor, egal, schneide es auch raus. Ja, das war's mit dem Video. Was sind eure Tipps zum 10. Spieltag? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe einen Community-Tab sowas nochmal gefragt. Diese Kommentare werde ich auch hier einblenden. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.